Nach sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen hat es in Jordanien zahlreiche Tote gegeben. Eine Schulgruppe war bei einem Ausflug am Toten Meer und 30 Kilometer südwestlich der Ortschaft Madaba von den Fluten überrascht und weggespült worden. Zu den Toten und Verletzten gehören auch Familienmitglieder, die unweit des beliebten Touristenresorts ein Picknick machten. Bei den meisten der bisher geborgenen 18 Toten handelt es sich nach Angaben des Krankenhauses um Kinder und Lehrer. In einer groß angelegten Rettungsaktion von Militär und anderen Einsatzkräften konnten 34 Menschen lebend geborgen werden, einige von ihnen schwer verletzt. Das Tote Meer ist ein beliebtes Urlaubsziel in der Region. Durch das trockene Klima und zerklüftete Felsschluchten kommt es immer wieder zu Blitzfluten, die sich in den Salzsee ergießen.